Und willkommen zurück zu Elden Ring. Ich befinde mich ja jetzt noch hier an der Stelle, wo ich euch letztes Mal auch verabschiedet hatte, so zumindest zum Teil. Ich hatte hier noch die Ritter gefarmt, um die Rüstung zusammenzubekommen. Das Kopfteil, was ich erst so cool fand, fand ich jetzt im Endeffekt doch nicht mehr so cool. Erinnert sehr an die Dark Knights aus Dark Souls. Da hat nämlich das Kopfteil war ja auch so schmal. Also irgendwie finde ich das immer so unförmig, weil mein Kopf eigentlich viel breiter ist als das. Und deswegen bin ich dann doch wieder zurück zu dem Ding gegangen. Ich habe aber auch das Schild von denen bekommen. Das ist aber ein Stärkeschild, also 32 Stärke. Das werden wir niemals hinkriegen. Daher bleiben wir jetzt einfach bei dem Ding und ich habe die Fackel mal ausgerüstet. Ich habe aber... Oh, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was ich mit euch gefunden hatte. War das das hier? Die Ritterbeinschienen? Ich glaube schon. Oder nee, oder nur die Ritterrüstung. Auf jeden Fall habe ich die Beinschienen auch. Die Stulpen meine ich, habe ich aber jetzt aber nicht bekommen. Nee, dem war nicht so. Genau. Deswegen habe ich die einfach nochmal angelassen. Aber so haben wir zumindest noch mittlere Last. Ich weiß gerade gar nicht, ob das... Nee, genau. Mit dem Ding funktioniert das aber auch nur. Hätten wir noch mittlere Last. Ich könnte auch das wegnehmen und so reingehen. Nur mein Kopf ist irgendwie so... So kahl, habe ich das Gefühl. Also mein Hals. Da fehlt für mich irgendwie was. Irgendeine Art Stoff oder so. Der da um den Hals gelegt werden müsste. So eine Art Schal. Ja, den habe ich jetzt leider nicht. Deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher. Deswegen hatte mir das mit dem Kopfschutz tatsächlich besser gefallen. Man könnte auch das hier nehmen. Das würde eigentlich auch wohl gehen. Aber die schwarze Farbe passt irgendwie nicht zum Rest. Und dann habe ich überlegt, kann man auch vielleicht das hier nehmen. Aber das hier finde ich auch wieder ein bisschen zu farbenfroh. Und von daher, also wenn das alles ein bisschen... Ja, ein bisschen blässer wäre, glaube ich, fände ich es geiler. Das sieht wahrscheinlich auch richtig beschissen aus, ne? Ja. Nee, ich bleibe hier bei dem Helm. Wir werden bestimmt nochmal einen schöneren Helm finden, aber wir müssen halt dann hier auch auf das Ausrüstungsgewicht gehen. So, und jetzt haben wir genug gelabert. Jetzt habe ich euch aber noch was zu zeigen. Habt ihr vielleicht schon auf der Minimap gesehen, da habe ich extra ein Zeichen gemacht. Ach ja, genau. Und mit Emilia können wir anscheinend hier sprechen damit. Das wollte ich ja natürlich auch nicht machen ohne euch. Deswegen machen wir das jetzt mal zusammen. Your seamster, Bock. He is always eager to see your return. Please. Will you talk to him? When you can. I'm sure he would be much contented. Aber das mache ich doch schon. Aber er sagt ja immer das Gleiche und ich kann halt nichts machen bei ihm. So. Also ich brauche da nichts machen. Brauche halt eine Rüstung. So, ich wollte die Zeit vertreiben bis Nachteinbruch. Denn ich hatte da einen Gegner gesehen in der Nacht, den wir auch schon kennen. Wir reden jetzt trotzdem nochmal mit Bock. Bock, the seamster, at your service, master. Ready to make adjustments to your garments. Ja, genau. Wir können halt nur die Kleidung anpassen, aber das brauche ich halt nicht. Geändert. Wäre ein bisschen leichter. 1 Kilo leichter, aber dann wären die Werte halt minimal schlechter. Ändert sich da irgendwas am Bild schon irgendwie so ein bisschen? Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich weiß nicht, ob sich das dann lohnt. Wenn die Werte dann halt auch alle schlechter werden. Ja, wir haben es halt 1 Kilo leichter, ne? Wäre schon interessant. Also die Werte gehen aber gleichzeitig halt so mit runter. Ich weiß nicht, ob es sich das mal einfach lohnt, da einfach mal was zu machen. Einfach so eine Kleidung hier. Oh, guck mal, da hinten nimmt er das Cape weg. Bei dem Teil. Hier auch. Oh, hier auch. Oh nee, da will ich das nicht. Der nimmt einfach das Cape weg. Das ist ja ein Skandal. Nee, nee. Wir machen das hiermit mal. Weil das setze ich eh nie ein. So, bist du zufrieden? Nee. Er sagt immer das Gleiche, was auch super süß ist von ihm, aber es bringt mir halt nichts.
Weiß nicht, was wir da machen können. So, und zwar da vorne wartet wieder ein kleiner Boss auf uns. Weil es ist wieder Nacht und ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es sie sogar viel, viel häufiger. Das ist wieder so ein dunkler Reiter, so ein Nazgul, den wir hier besiegen können. Oh Mist. Mal gucken, wie ich mich hier so schlagen kann. Bald ist das Pferd wohl weg, aber wir müssen ihn treffen. Habe ich da jetzt noch einen Gegner mehr? Ein Wolf oder so höre ich, glaube ich. Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Okay, jetzt muss ich mich mit ihm teilen. Es kommt so vorzeitig gegen den mehr Probleme. Kann aber auch natürlich sein, dass er wirklich stärker ist. Au. Uiuiui. Oh, bin tot. Ich glaube, der ist echt tatsächlich stärker. Aber der heißt genau gleich und sieht ja genau gleich aus. Ich denke, ich probiere mich einfach mal ein bisschen an dem. Yes, ich habe ihn. War direkt jetzt der zweite Try. Kriegsasche Riesenjagd. Und Glefe der Dunkelkavaliere. Oh. Das könnte so eine Dark Knight-Waffe im Endeffekt sein. Kriegsasche und eine Glefe. Hier gucken wir uns erstmal die an. Das gehört zur Hellebarde. Eine nachtschwarze Glefe mit unglaublich schwerer Klinge. Diese Waffe stammt von den Dunkelkavalleristen, die auf den Hochstraßen patrouillieren. Die Glefe ist perfekt, um Gegner mit großer Wucht aufzuschlitzen und auch ideal für den Kampf zu Pferd. Ja, das habe ich schon gemerkt. Auch die Sense ist perfekt für den Pferdkampf, weil die schöne große Reichweite hat. Also noch ein Punkt mehr, dass ich die Sense hier mag in dem Game. Inventar. Kriegsaschen. Riesenjagd. Diese Kriegsasche verleiht einer Waffe die Affinität wertig und folgendes Talent. Riesenjagd. Ein Talent für den Kampf gegen riesige Gegner. Tretet aus niedriger Haltung vor und stoßt aus der Bewegung mit der aller Kraft nach oben. Lässt sich nur für große und gigantische Stoßwaffen, Speere und Doppelklingen verwenden. Okay, ja, mal kein Wunder. Also damit sticht man schön weit nach oben. Das gegen kleine Gegner einzusetzen wäre auch dämlich. Okay, so, das war es jetzt hier einmal. Dann kann ich das Ding hier auch wieder wegmachen. Wollte ich nur der Vollständigkeit halber haben. Und jetzt habe ich hier auch schon was gesehen. Da müssen wir aber eh noch hin, weil hier ja ein Tunnel ist. Also als ich hier dann die ganze rumgelaufen bin und die Reiter besiegt habe, konnte ich einmal kurz hier runter gucken. Deswegen. So, jetzt hätten wir noch den Turm immer noch offen. Aber ich gehe, glaube ich, erstmal dahin. Das könnte wieder ein Boss-Ding sein. Ich porte mich mal. Ein Siegelgefängnis. Das wollte ich sagen. Einfach hier runter und dann links. Ja, da vorne waren noch die Pyromanten. Ja, hier haben wir recht viel ignoriert auch, als wir das gesehen hatten. Okay. Das ist kein Siegelgefängnis. Ist das ein Brunnen von Siofra? Oh. Den habe ich gerade nicht gesehen. Ja, moin. Ja, dann besiegen wir erstmal dich. Wie viele Runen haben wir eigentlich bekommen? Keine Ahnung. Bisschen was, 6000 oder so. Aua. Bin ich nicht schnell genug rangekommen. Den Arm möchte ich haben, wenn du dir so einen Schlag irgendwie abwehren kannst. So, wo kann man jetzt reinpieksen? Hier. Ich habe das letzte Mal nie gesehen.
aus solchen Teilen. Jetzt bin ich gleich tot. Oh. Immer schön zu ihm. Immer schön unter die Beine. Das ist das Beste. So, das war's mit ihm. Warte mal. Ist kurz. Nee. Ich dachte, vielleicht wäre das eine Statue. Aber nee. So, bist du ein Brunnen von Siofra? Bist du noch ein neuer Eingang? Brunnen an der Einsel. Aber das ist hundertprozentig wieder so ein Ding. Das ist genauso aufgebaut. Einsel. Okay. Siofra ist irgendwo hier. Nokron ist dann irgendwo hier hinten. Ja, hier ist irgendwo Nokron. Da ist es Siofra. Hier haben wir dann Einsel. Das sind mehrere unterirdische Städte. Oh, das ist super cool. Aber irgendwie möchte ich da noch nicht runter. Machen wir trotzdem. Eigentlich nächstes Mal wollte ich, wenn ich hier runter wollte, dann sollte es direkt der Moment sein, wenn ich da auch bleibe. Wir können natürlich auch Leonia einfach mal ein bisschen beiseite legen und einfach mal hier ein bisschen uns umschauen. Aber das spricht so gegen das, was ich gerne mache. Boah, ist das cool. Was sind das denn für Dinger da hinten? Eklig. Okay, jetzt ging es auch nicht so tief runter. Einsel. Okay, die Dinger sehen verdammt ekelhaft aus, auf jeden Fall. Das sind irgendwelche Art Insekten oder so. Spinnen vielleicht sogar. Ja, das sind Spinnen. Oder Ameisen. Die haben so einen Stachel. Das sind hier diese... Ich glaube, Rotameisen. Sowas. Die haben, glaube ich, sogar so einen Stachel, oder? Auf jeden Fall haben die auch so einen dicken Body. Aber das ist so ein typisches Insektenverhalten. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, wie das nochmal heißt. Also Körperbau, meine ich. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Ich habe 11.000 Runen. Die möchte ich ungern verlieren. Ich würde gern einen von denen mal probieren. Was? Achso, ein Wasserfall. Was ist das für eine Art Nebelwand? Blitzschlag, blitzender Speer. Okay, das geht aber. Oh Mann. Das war doch ganz cool. Okay, ich habe gerade irgendwie Bock. Ich sehe die Gegner, die könnte ich besiegen. Ich möchte mich mal hier ein bisschen umschauen. Wenn das zu groß wird, das Gebiet, dann lassen wir das. Aber vielleicht habe ich da auch keine andere Wahl mehr. Gnadenimitator. 8 Mal. Okay. Moin. Das sind definitiv so Rotameisen. Heißen die Rotameisen? Das sind halt rote Ameisen. Weißt du ehrlich gesagt gar nicht. Haben die noch einen anderen Namen? Feuerameisen, glaube ich, ne? Kann das sein? Feuerameise? Ich denke mir immer bei so Quizshows, wie kann man das nicht wissen? Aber ich stehe selbst immer so auf dem Weg, auf dem Schlauch bei sowas. Aber sie sind völlig in Ordnung. So von der Stärke her perfekt sogar. Also mir fehlt ein bisschen Stärke euch zum One-Hitten. Also deswegen... Der gefällt eben mir ganz gut. Okay, hier ist eine Sackgasse. Das, was mir hier nicht gefällt, ist, das ist sehr... tunnelig und viele Gänge und so weiter ist. Und das ist alles die gleich aus. Oh, das ist schon Bosskampf, wa? Das könnte wirklich sein, dass da unten schon Bosskampf auf mich wartet. Was gibt ihr eigentlich so an Runen? 200 oder so? Habe ich jetzt nicht gesehen. Nee, das muss nicht unbedingt Bosskampf sein. Ich dachte, hier wäre so eine Stufe. Was wir schon ein paar Mal hatten beim Bosskampf.
Silbernes Glühwürmchen. Aber hier sind wir ganz viele Gräber. Und oh, what the fuck, ich sehe das jetzt erst. Das ist ja generell ein Massengrab. What the fuck, Alter, wie viele Leute sind bitte gestorben? Goldene Rune. Bist du größer? Nee, ne? Nee. Schmiedesteine. Also da vorne ging es weiter. Ich gucke mich ganz kurz nochmal hier um. Da geht es aber auch weiter. Ganz kurz nochmal reinschauen. Ist das hier eine Sackgasse? Ich hoffe. Nee, da hinten geht es definitiv noch in einen Raum weiter. Dann gehe ich erst da hinten hin, weil den hier, der ist, glaube ich, offensichtlicher und der da hinten ein bisschen versteckter zumindest, wenn man hier hochspringen muss. Ich gehe davon aus, dass das hier vielleicht ein Item nur ist, was ich erreichen kann. Oh Gott, nee, sieht auch nicht so aus. Sieht auch so aus, als würde es weitergehen. Ja, kartenmäßig ist hier nicht. Ach du Scheiße. Ganz viele Eier. Sieht das so bei Ameisen aus? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die sich so fortpflanzen. Ach du Scheiße. Okay, warte, einmal so. Mann. Es braucht lange zu casten, leider. Zu lange. Oh, jetzt habe ich keine Energie mehr. Oh Gott. Was ist das denn für ein heftiger Angriff? Denke ich jetzt erst. Alter. Du Scheiße. Okay. Uiuiui. Okay, dieses rote Sprühzeug ist extrem gefährlich. Das hat richtig viel Schaden gemacht. Auch durchs Schild, glaube ich. Shit. Aber dennoch, mal um kurz was Positives hier zu sagen, dieser Blitzschlag, den ich erst so für, naja, mal ganz nett gefunden habe, hilft mir extrem weiter bei so vielen Gegnern. Das Problem ist echt nur, dass die Zauberzeit so hoch ist. Also müssten wir eigentlich noch mehr auf Geschick irgendwie mal setzen. Wäre hilfreich. So, du bist jetzt fast tot. Yeah, der Beutel ist geplatzt. Mein Beutel. Goldene Rune 10. Und Runenbogen. Wow. Was? Mich erinnert das so ein bisschen an das Ding, was im Blighttown da am Ende des Kanals hängt. Falls das einer von euch kennt. So, 10 ist 5000. Okay. Das ist unsere dickste Rune bisher. Ach ja, und ich habe jetzt auch die Fackel dabei, die könnten wir auch mal hochheben, wenn ich jetzt gerade eh nichts habe hier. Ich dachte so ein bisschen, für ein bisschen mehr Licht. Ach ja, und ich habe einen Kommentar gelesen, der mir auch sagt, es wäre vielleicht klüger, das Spiel vor allem im ersten Playthrough erstmal so ein bisschen ohne Beschwörung zu spielen. Und den Gedanken habe ich auch schon längere Zeit, aber ich glaube, ich würde trotzdem nicht komplett auf Beschwörung verzichten. Für mich ist das schon irgendwie ein essentieller Part von dem Spiel. Ich würde aber zumindestens, oh, wie cool, Bosskämpfe erstmal ohne Beschwörung probieren, weil die sind schon so das Ruhl-Palast-Ruin. Okay, da hinten, vielleicht haben wir einen von diesen beiden Wasserfällen schon mal gesehen. Da oben ist auch eine Statue. Oder ist das sogar ein Typ? Da flackert irgendwas am Ärmel. Es könnte sein, dass das sogar ein Dude ist, der da einfach still steht. Das sieht so geil aus. Auf jeden Fall werde ich, weil Bosskämpfe halt das eigentlich schon das Schönste an dem ganzen Game immer ist. Gehe ich auch. Hier kann ich zum Beispiel beschwören.
würde ich Bosskämpfe halt erstmal ohne probieren, außer die sind mir wirklich, wirklich viel zu strong und irgendwie ich bräuchte ein bisschen Unterstützung, dann könnte ich mir irgendwie vorstellen, da trotzdem mal eine Beschwörung zu holen. Aber ich möchte die jetzt erstmal, ne, also 20, 30 Tries oder sowas opfere ich auch wohl. Erstmal so komplett ohne Beschwörung ranzukommen. So ein bisschen das, was ich glaube, ich am ganz am Anfang des LPs gesagt habe, über ich hole mir vielleicht NPC-Hilfe. Und so möchte ich das vielleicht dann eher betrachten. Das sage ich, dass die Beschwörung für mich ein NPC ist, weil so wirkt es eigentlich auch. Und ich habe sowieso das Gefühl, es gibt selten NPCs bei Bosskämpfen. Anfangs habe ich noch das Gefühl gehabt, oh, häufig. Also bei den ersten Bossen war das ja häufig noch der Fall. Aber danach irgendwie, in den letzten Bosskämpfen, glaube ich, habe ich keine Beschwörungsdinger mehr gesehen. Deswegen werde ich es jetzt erstmal so handhaben. Also Bosskämpfe erstmal ohne Beschwörung, ansonsten solche Punkte wie hier in dem Spiel, wo wir jetzt einfach so einen Massen an Gegnern vor uns haben, da habe ich kein Problem mit, da auch mal Beschwörung einzusetzen. Aber vor allem Bosskämpfe finde ich sau interessant, wenn man die halt so schafft, weil es halt darum geht, den Boss zu lernen und solche größeren Gegnergruppen, ja okay, die kann man natürlich auch irgendwie lernen, aber das ist, da habe ich nicht so den Anspruch. Da möchte ich einfach weiterkommen und bis zum nächsten Boss kommen und so weiter und mir das genau ansehen. Da sehe ich den Progress irgendwie eher als die Herausforderung. Hinter 1000 Gegnern. Himmelstau. Himmelstau? Das kennen wir irgendwo schon mal. Ich dachte erst an diese Flasche, aber die ist es nicht. Und diese ist es aber auch nicht. Okay, was ist Himmelstau? Woher kenne ich das? Das hatten wir schon mal irgendwann aufgesammelt, meine ich. Das ist ein Schlüsselobjekt? Ja. Eine Geheimnisträne aus der ewigen Stadt. Hm, hatten wir vielleicht doch noch nicht. Weil sonst müsste da ja zwei stehen. Ermöglicht euch in der Kirche der Gelübde die Absolution zu empfangen und euch somit von allen Vergehen zu befreien. Aber das kennen wir. Das hatte ich doch schon aufgesammelt. Den Text kenne ich doch. Hä? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Absolution zu empfangen und von allen Vergehen zu befreien. Früher einmal lenkten die Sterne den Nachthimmel des Schicksals der Welt. Und dieser Akt erinnert noch heute an diese Zeit. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir das schon mal hatten. Dieses Ding. Achso, das sind die beiden Schlüssel. Bin ich immer verwirrt. Da muss ich nochmal in alte Folge reingucken, wo wir vielleicht auf das Schlüsselfenster sind und gucken, ob es da auch schon drin war. Ja, Leute. So, wie machen wir das? Ich habe keine Mana mehr, aber dafür habe ich diese Flasche. Ich würde sagen, ich rufe den Vogel. Das sollte hierfür reichen, für die Masse. Und Gegnern. Oh, ist kein Luftangriff gewesen. Oh mein Gott, seid ihr strong. Ihr seid Steinwesen. Das sehe ich jetzt erst. Ich weiß nicht, ob es da besser wäre mit dem... Ich sehe nichts, ne? Ich laufe hier gerade blind irgendwo hin. Wieso habe ich das Ding nicht ausgerüstet bekommen? Ich habe doch drauf geklickt. Aber wir können auch so handhaben. Dann mache ich euch so weg. Von hinten sind die echt... weak. Das ist interessant. Boah. Oh, nicht reingepfeffert. Oh, oh. Einfach jemand von hinten. Mann. Uiuiui. Also wenn gleich ein Boss kommt, habe ich auch auf jeden Fall ein Problem. Weil ich hier so unbedacht vorgehe. Oh. Und so viele Tränke schon verschwendet habe bis hierhin. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da drin ein Boss ist. Wäre auf jeden Fall so von der Entfernung her so der richtige Zeitpunkt.
Ah, wir haben wieder ein paar Tränke zusammen zurückbekommen von der Gegnergruppe. So, da hinten haben wir ein Tor. Hier haben wir noch ein Item. Aber die andere Flasche ist jetzt... Doch, die ist auch wieder voll. Okay, das ist gut, weil dann kann ich rein theoretisch auch mal so machen. Und die hier einsetzen. So machen wir das. So, bist du vielleicht ein Shortcut oder irgendwie sowas? Du bist ein Shortcut. Aber hierhin. Also ich komme von irgendwo und dann bin ich hier wieder. Okay. Da muss da hinten ja echt ein Feuer sein, oder? Oh. Leute. Ich glaube, wenn ihr so schön im Wasser steht, it's time for Blitzparty. Okay, ist kein Effekt, glaube ich, mehr drauf. Aber genauso habe ich mir das mal vorgestellt. Oh, was ist das denn? Der hat Bolas. Wie ist das denn? So. Ey, den wollte ich machen. Okay. Da, glaube ich, geht es irgendwo zwischendurch, oder? Goldene Rune. Wir gucken uns das mal eben kurz hier an. Ne, hier ist direkt eine Wand. Und hier auch. Und hier auch. Manno! Kein Versteck hier hinter. Sieht interessant aus. Und da hinten ist noch eine Pflanze. Aber ich glaube, wir hatten irgendwo einen Wasserfall gesehen. Vielleicht ist das weiter oben aber auch noch. Es gab da auf jeden Fall noch Gänge. Ich weiß auch gar nicht mehr, welchen Gang ich hier hingegangen bin. Vielleicht würde ich das nochmal wiedererkennen, wenn ich nochmal gehen würde. Dann würde ich sagen, ja, wir sind zum Beispiel die Steps nach oben gelaufen. An der einen Stelle. Vielleicht war der andere Weg doch der bessere. Hey. Sieht ein bisschen aus wie die gottlose Hauptstadt. The Profane Capital. Ach du Scheiße. Das Ding ist wunderschön und gleichzeitig richtig ekelhaft. Okay, wir haben da einen Boss. Oder ist das nur... Ah nee, das ist kein Boss. Das ist nur so ein Gebiets-Elite-Gegner. Der mich jetzt die ganze Zeit nervt, wa? Genau. So ein bisschen wie dieser Engel vor der... vor Ringed City. Falls ihr das DLC von... Dark Souls 3 gezockt hatte, da gab es so einen Engel, der die ganze Zeit einen beschossen hatte und die ganze Zeit genervt hatte. Aber da gab es so ein Viech, was man zerstören musste. Ich denke, das wird es hier nicht geben. Hier müsste ich vielleicht mit Magie arbeiten oder so. Aber ich würde gern am liebsten irgendwie ein Feuer haben oder sowas. Das würde mir, glaube ich, am besten gefallen. Der Weg hierhin ist schon ein bisschen ätzend gewesen. Oder ich muss jetzt hier gucken, ob ich hier irgendwie durchkomme. Da bis zum nächsten Feuer, beziehungsweise Ort der Gnade, möchte ich eigentlich noch spielen mit euch, bevor die Folge endet. Nur irgendwie macht mir das Spiel das gerade nicht so einfach. Oh Mann, auch ausweichen ist nicht so drin. Ich denke, da muss ich eher so mal gucken. Ich dachte, es wäre ein Gegner. Da vorne sind aber Gegner. Aber das sind einfach Haufen Items. Müssen wir mal kurz nehmen, Wurfdolch. Irgendwie so ein Dingens. Goldene Rune. Das wollte ich nicht. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ich sterbe. Uiuiui. Okay, kann man immer zuschlagen. Ja, what the? Was war das? Ich wollte, dass einer zuschlägt. Und nicht mehr. Oh Gott. Okay, ich muss mir einen anderen Weg suchen. Ich laufe hier mal weiter.
wollte einmal zuschlagen haben und dann wollte ich zurückschlagen. Und die alle damit treffen irgendwie. Hallo, ein Ort der Gnade vielleicht? Da sind wieder meine Lieblingsgegner, die Ameisen. Aber vielleicht ist da wirklich ein Ort der Gnade irgendwo. Okay, die fressen sich hier schön satt. So richtig schön sieht das hier aber auch nicht aus, nach Ort der Gnade und so. Auf jeden Fall eher so Gegner, die ich sehe. Solange nicht spucken, ist cool. Okay, jetzt schlag zu. Spiegelstein. Horntalisman der Immunität. Gasstein. Okay, sau viele neue Materialien. Das müsste hier so ein Ding sein, ne? Erhöht Immunität. Ein Accessoire der Ahnenjünger erhöht die Immunität. Die Immunität bestimmt die Resistenz gegen Gift und Fäulnis. Ah, danke schön für die Erklärung. Weil das war gerade schon wieder meine Frage, so Immunität gegen was? Angeblich ist dies ein sprießendes Horn, die... Achso, nee, das ist derselbe Text, das kennen wir schon. Okay. Kristallwurf-Pfeil. So, Ort der Gnade, hallo? Der Weg wäre jetzt perfekt. Was ist das? So, Material, Gasstein schon wieder. Oh nee, ihr. Lupschis. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich muss was trinken. Oh. Fluch. Die machen wieder Fluch. Alter, ich habe gerade mein Glas abgesetzt. Wie gemein seid ihr denn? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Der Flug ist zu Recht hoch. Oh mein Gott, wo komme ich hier hin? Wo bin ich hier gerade? Ich muss hier weg. Ich muss nach Hause, Mama. Scheiße, Leute. What the fuck? Ionischer Schmetterling. Oh, Gott sei Dank. Aber einer fehlt noch, ne? Der da. Uiui. Okay, mal ganz kurz auf den Fluchkram warten. Wir könnten dafür auch das hier einsetzen. Erhöht die Lebenskraft. Besser, ob wir Konter, ja, mache ich jetzt mal. Das erhöht die Lebenskraft, das müsste dagegen wirken, glaube ich. Gegen Fluch. Okay, perfekt. Den haben wir gut weggemacht. Oh, eine Seife. Okay. Was ist Seife, ey? 1000 neue Gegenstände. Eine pflanzliche Seife aus Pilzsäften. Herstellbares Objekt. Reinigt euren Körper von Schmutz und anderen Ansammlungen und lindert sogar leicht die Giftbelastung. Vergesst nie, äußere Unreinheit arbeitet sich nach innen vor und besudelt am Ende euren Geist. Heißt das, auch von dem Kram, den die auf mich sprühen, oder wie darf ich das verstehen? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Dunkel Schmiedestein 3, okay. Oh Gott, oh Gott. Holy shit. Dieses Spiel, ne? Es ist so fucking riesig. Wo bin ich? Auf jeden Fall nicht an dem Ort, wo ich eigentlich hin wollte. So viel ist sicher. Warte mal, wir könnten vielleicht hier auch mal wieder ein paar Markierungen setzen, oder? Dass ich einfach mal sage, yo, hier waren wir schon mal an diesem Punkt. Ja, wir sind jetzt unterm See. Ich sag mal, hier hinten müsste irgendwo ein Tor sein. Es wird eigentlich leider nicht auf dem Kompass angezeigt, aber ist okay. Mann, ich will ein Feuer finden. Ich wollte die Folge jetzt nicht so lang strecken. Okay, let's try. Ich gehe jetzt einfach nochmal den Gang da hinten runter. Wenn da nichts ist, dann ist das so. Dann haben wir jetzt aber auch... Dann habe ich alles versucht, um Ort der Gnade zu finden, aber ich habe keinen gefunden, Mann. Im schlimmsten Fall. Mist. Den Hain habe ich leider gerade nicht getroffen beim Angriff. Mann. Oh, oh.
Wow. Okay, hat sich erledigt. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter.